بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich freue mich zum ersten Tag von dem Monat des Geburts vom Propheten صلى الله عليه وسلم, der Monat von Rabi al-Awwal. Gleich am Beginn beginnen wir dieser Unterrichtsreihe, in der wir uns beschäftigen mit Charaktereigenschaften vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, und in einem Versuch, dass wir ihn inshallah näher dadurch näher kennenlernen, näher kommen, auch in inshallah die Liebe zu ihm weiterhin gießen und ihn als Vorbild zu folgen. Eben, weil wir eben heute am 1. Muharram sind, sage ich euch allen Rabia Mubarak. Da wir eben am 1. Rabia al-Awwal sind, sage ich Rabia Mubarak, Monat Mubarak, inshallah, für uns, für euch, für die gesamte Umma, für die gesamte Menschheit. Die Eigenschaften vom Propheten, wir werden eigentlich ein paar Auszüge, wir werden nicht das ganze Buch, so war der Prophet, erklären, sondern bestimmte Auszüge aus dem Buch, so war der Prophet, Friede sei mit ihm, aussuchen, die uns ein näheres Bild von ihm geben. Warum? Sollen wir diese Sitzungen organisieren? Warum sollen wir über die Eigenschaften vom Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen? Und warum ist das für uns Muslime sehr wichtig? Das ist für uns von großer Wichtigkeit deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgesucht hat für uns als Vorbild. Allah, Gott, der Erhabene, sagt im Koran, und ihr habt in dem Gesandten Allahs ein gutes, ein schönes Vorbild. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Da er für uns ein Vorbild ist, ist es wichtig, dass wir das Vorbild kennen, dass wir ihn kennen, wie war er, damit wir ihn nachahmen können, damit wir seine Eigenschaften uns aneignen können und damit wir uns anstreben, so wie er zu handeln, so wie er zu werden. So wie er zu werden, werden wir es nicht, aber nie ihn nachzuahmen, ihn zu seiner Charaktereigenschaften zu lernen, dass wir uns umerziehen und versuchen, seine Charaktereigenschaften zu folgen. Sein Charakter ist von großer Wichtigkeit, und von so großartig, dass Allah, der Erhabene, Gott, ihn für seinen Charakter ein Zeugnis gelegt hat in seinem Buch, im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, dein Charakter ist ausgezeichnet. Ein Charakter, das Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, Gott, der Erhabene, ihn erklärt als ausgezeichnet, verdient, dass wir diesen Charakter studieren und dass wir diesem Charakter Aufmerksamkeit schenken, dass wir über diesen Charakter, ausgezeichneten Charakter, das von Gott ausgezeichnet, als ausgezeichnet gelehrt ist, dass wir das lernen und dass wir das studieren und schauen, wie war er, was hat er, wie hat er gehandelt und wie war sein Charakter. Das Wort Shama'il heißt, also das Buch heißt, so war der Prophet, aber eigentlich das ist das Buch von Imam At-Tirmidhi, der ein Hadith-Gelehrter ist, der ein Buch, Hadith-Sammlung As-Sunan geschrieben hat und der eben ein Buch verfasst hat über die Shama'il vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm. Shama'il heißt eine Beschreibung, sowohl für sein Gestalt, für sein Äußeres, als auch für sein Charakter. Und sein Charakter ist noch, für uns ist noch wichtiger. Beide sind wichtig, dass wir ein
ein näheres Bild vom Propheten uns zu, Bild, zu machen, aber sein Charakter ist für uns von großer Wichtigkeit, da sein Charakter uns von großem Nutzen, wenn wir davon lernen, dass wir auch diese Eigenschaften auf uns aneignen und in unserem Charakter, seine Charaktereigenschaften in unserem Charakter, unser Charakter von dem beeinflussen lassen oder von dem halt von ihm lernen, dass unser Charakter auch sich bessert in Richtung, dass es Allah subhanahu wa ta'ala auch zufrieden macht und dass Allah mit dem, Allah zufrieden zu machen mit dem. Aus dem Grund lernen wir, werden wir bestimmte Hadithe von diesem Buch und wir werden heute anfangen mit ein paar Hadithe von seinem Charakter beginnen, die wir eben gemeinsam dann lesen werden. Wir lesen den Text auf Deutsch, dann gebe ich ein paar Kommentare dazu und dann lese ich den Text auf Arabisch, damit wir auch den, den Segen vom arabischen Wort auch bekommen. Wie gesagt, das Buch hat Imam Tirmidhi verfasst. Imam Tirmidhi hat im 3. Jahrhundert gelebt und er war selbst ein Schüler von Imam Bukhari. Imam Bukhari hat über ihn gesagt, ich habe mehr von ihm gelernt, als er von mir gelernt hat. Wir merken in diese Aussagen Eigenschaften vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die wir auch später lernen werden, über die Bescheidenheit vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die er auch weitergegeben hat. Und die Besten, die natürlich seine Charaktereigenschaften gelernt haben, sind die Hadith-Gelehrte, weil sie beschäftigt sind, seine Aussagen und seine Eigenschaften zu lernen und das weiterzugeben, zu dokumentieren und weiterzugeben. Und dann merken wir in dieser Aussage von Imam Bukhari eine großartige Bescheidenheit, dass er sagt, ich habe von meinem Schüler mehr gelernt, als mein Schüler von mir gelernt hat. Wir fangen mit dem Kapitel eben über den edlen Charakter des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Shiman, kannst du das erste Hadith? Seite? Genau. In dem Buch, so war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, finden wir das Hadith auf die Seite 240. Also der erste Hadith vom Kapitel, so war. Okay? Bitte. Was über den edlen Charakter des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam berichtet wird. Abbas ibn Muhammad al-Duri berichtete uns, dass Abdullah ibn Yazid al-Muqri ihm von Layth ibn Sa'ad, von Abu Uthman al-Walid ibn Abi al-Walid, von Sulaiman ibn Kharija, von Kharija ibn Zayd ibn Thabit berichtete, dass dieser sagte, einige Leute besuchten Zayd ibn Thabit und sagten zu ihm, erzähle uns etwas über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, was soll ich euch erzählen? Ich war sein Nachbar und wenn eine Offenbarung zu ihm kam, ließ er mich rufen und ich schrieb sie für ihn nieder. Wenn wir über weltliche Angelegenheiten redeten, sprach er mit uns darüber. Und wenn wir über die Dinge des Jenseits redeten, sprach er mit uns darüber. Und wenn wir über das Essen redeten, sprach er mit uns darüber. Und all dies sind Dinge, die ich euch vom Gesandten Allahs, schön. Das Hadith dann ist überliefert von Zayd ibn Thabit. Die Überlieferungskette lesen wir dann auch später, wenn wir auf Arabisch dann das Hadith auch lesen. Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, ist ein Gefährte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ein ganz wichtiger Gefährte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er war einer von seinen Koranschreiber, der sogar auch der Leiter von der Komitee, die den Koran dann gebunden haben, wenn unmittelbar nach dem Tod vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Zeit von Abu Bakr. Und er hat eine hohe Stellung beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eben zu den Koranschreiber eben war zu seiner Zeit. Da merken wir in dem Hadith was ganz Schönes und Großartiges, in dem Sinn, dass wir
In unserer Sitzung hier und in unserem Kurs ähneln diese Gruppe, die zu Sayyid ibn Thabit radiallahu anh gekommen sind. Eine Gruppe von Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen zu Sayyid ibn Thabit und verlangten von ihm, ihnen zu berichten über den Gesandten Allahs. Erzähle uns, berichte uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was wollen sie über den Propheten hören? Sie wollen über seine Eigenschaften was hören. Sie wollen über seinen Charakter was hören. Sie wollen über seine Schema'il was hören. Sie wollen über seine Handlungen was hören. Alles, was über den Propheten zu berichten ist, interessiert sie. Was hat sie dazu gebracht? Die Liebe, die Sehnsucht. Die Sehnsucht, Rasulullah über ihn mehr und mehr zu erfahren, aus ihrer Liebe zu ihm. Und das, was euch da gebracht hat, und das, was unsere Geschwister, die vor ihren Laptop jetzt sitzen und uns auch online anschauen, ist genau das Gleiche, was diese Gruppe zu Sayyid ibn Thabit gebracht hat. Und aus dieser Sehnsucht und aus dieser Liebe kommen wir heute auch. Und das ist eine Tradition bei den Muslimen. Aus dieser Liebe finden wir in die islamische Tradition immer, dass diese Bücher gelesen werden und dass Muslime sich kümmern darum, dass sie die Eigenschaften und den Charakter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu studieren, zu lernen, um in Nähe zu kommen und um über ihn mehr und mehr zu hören. Und dieser Bund und dieser Bündnis und dieser Kontakt zu ihm zu pflegen und in Nähe dadurch zu kommen. Eben eine Gruppe kommt zu Sayyid ibn Thabit und fragen ihn, berichte uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Sayyid radiallahu anhu ist überwältigt von der Aufgabe, eine große Aufgabe. Deswegen fragt er: Was soll ich euch erzählen? Das ist was Großes. Es ist zu viel. Es ist was man nicht umfassen kann, was man nicht ganz und voll weitergeben kann. Einerseits die Frage hat ihn überwältigt, dass er sieht sich unfähig, ein umfassendes Bild über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu geben zu können. Andererseits macht er sie auch aufmerksam, so wie ich euch aufmerksam mache jetzt. Stellt euch ein, dass wir nur einen Tropf vom Ozean bekommen werden. Wir beschreiben ihn so, dass wir etwas von seinem Charakter beschreiben, aber wir schaffen es nicht. Niemand schafft es. Dass sein Charakter ist von Gott als ausgezeichnet erklärt ist, ein vollkommenes Charakter ist für unvollkommene Menschen. Die unvollkommenes Charakter, sind sie unfähig, das Vollkommene weiterzugeben, wie das genau tatsächlich ist. Deswegen sage ich auch das Gleiche, noch mehr als Sidna Zayd radiallahu anhu. Sidna Zayd war einer der Gefährten vom Propheten, der wichtigen Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einer der ersten Muslime, einer der Koranschreiber, und er war der Nachbar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, so wie er auch in diesem Hadith auch klar gemacht hat und gesagt hat. Und all das habe ich natürlich nicht. Da werde ich euch noch weniger geben als Sidna Zayd, seine Freunde, seine Gruppe, seine Besucher dann gegeben haben. Nur möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Segen geben in dem, was wir hören und in dem, was wir lernen, dass Allah uns ermöglicht, ein schönes Bild vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein genaueres Bild vom Propheten sallallahu alaihi wasallam uns dadurch zu bekommen. Das Erste, was er klar macht: Ich war sein Nachbar. Warum sagt er uns das? Damit er uns sagt: Ich war sehr nah zu ihm. Ich werde euch was Genaues von ihm beschreiben. Nachdem er gesagt hat, er klar gemacht hat, ich kann nicht ein umfassendes Bild, aber er versucht, genau wie möglich ihn zu beschreiben. Ich war sein Nachbar, ich war sehr nah zu ihm. Wenn Offenbarung, Wahi herabgesandt wurde, dann hat er mich gerufen, für ihn zu schreiben, dass er schreibt.
Also er war auch einerseits sein Nachbar, nahe bei ihm, wohnt in der Nähe von ihm und noch dazu, oft ist er bei ihm auch zu Hause. Ist er von ihm zu Hause oder in der Moschee, wo er auch immer ist, hat ihn oft begleitet. Sozusagen, so wie wenn er sagt, ich kenne ihn besser als viele andere, die nicht diese Vorteile haben, in seiner Nachbarschaft und für ihn die Offenbarung zu schreiben und so weiter. Diese sind Vorteile, die Sayyidina Zayd radiallahu anhu hatte. Und dadurch kann er Rasulullah s.a.w. auf bessere Art und Weise beschreiben. Besser als viele andere sonst, die eben auch zu seiner Zeit gelebt haben. Dann sagt er, wir waren, wenn wir über die Angelegenheiten diesseits redete er mit uns. Er redete mit ihnen über die Themen, die mit Dunya sich beschäftigen. Also Themen über Dunya, über diesseits. Wenn sie darüber gesprochen haben, hat er nicht gesagt, nein, er redet nur über Halal und Haram. Er hat nicht nur gepredigt. Er hat nicht, wenn wir schauen in dem Leben vom Propheten, dann finden wir ihn nicht immer der Prediger, der immer warnt und der immer nur berichtet über Gottes Gebote und Gottes Verbote, sondern er redet mit ihnen auch über weltliche Dinge, indem er ihnen erklärt und sie unterrichtet, wie kann der Gläubige die Dunya und die Handlungen, die mit diesseits verbunden sind, nützlich machen, sie genießen auf eine nützliche Art, dass sie nützlich sind für einen in diesseits und im Jenseits auch. Ich gebe ein Beispiel. Wie schlafen Ehepartner miteinander? Das ist eine natürliche Beziehung zwischen Ehepartnern, die eigentlich normalerweise sind eine Art von Befriedigung für natürliche Triebe, natürliche Bedürfnisse. Und Rasulullah, der Gesandte Allahs, lehrt den Gläubigen, diese mit einer Absicht zu verbinden und auf eine Art zu verrichten, diese Bedürfnis zu erfüllen, auf eine Art, dass einem auch Nutzen im Jenseits bringt. Und Ähnliches. Also er redet mit ihnen, spricht mit ihnen über weltliche Dinge, indem er ihnen zeigt, wie man das auch nützlich machen kann, verrichten kann, erfüllen kann, praktizieren kann, dass sie für einen auch nicht nur nützlich in diesseits sind, sondern auch, dass man auch davon Nutzen bekommen könnte im Jenseits auch. Wenn sie über die Dinge über das Jenseits redeten, redete er auch mit ihnen, indem er Details von Jenseits ihnen berichtet hat und gegeben hat. Und wenn wir über Essen und Trinken, wenn sie über Essen redeten, hat er auch mit ihnen geredet, indem er ihnen die Adab, das gute Manieren beim Essen lehrt, indem er über bestimmte Esssorten auch redet und ihnen klar macht, was ist gesund, was ist ungesund, was ist wenig gesund, das finden wir detailliert in Büchern, die eben mit Medizin des Propheten sich beschäftigen. Dann finden wir auch viele Überlieferungen über seine Kommentare über Essen und Esssorten und Getränke. Was gesund, was ungesund, was und so weiter und ähnliches. Indem er ihnen er teilt ihnen diese Gespräche in den verschiedensten Bereichen und Themen, die sie interessieren, wofür sie sich interessieren, und gibt ihnen Tipps, gibt ihnen Nutzen davon in seinem Gespräch mit ihnen, dass sie diese Themen davon hat, mehr Nutzen als das, was sie erwarten bekommen. Und dann sagt er,
Und all das berichte ich euch über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Also all das, was er uns jetzt erzählt hat, all das kann ich euch erzählen über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. So, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat sich beteiligt, hat halt als Mensch gelebt mit seiner Gemeinschaft, hat ihnen das Leben geteilt. Obwohl er das ausgezeichnetste Charakter hatte, hat er nicht dadurch sich erhoben gefühlt und gedacht, okay, na, niemand ist mir ebenbürtig. Sonst kann er niemand heiraten und mit niemand in Kontakt kommen, weil er der Beste ist. Aber er ist mit ihnen, egal was sie gesprochen haben, hat er mit ihnen die Gespräche geteilt und hat sie, ist sozusagen von seinem höheren Niveau in ihren Niveau runtergekommen und hat sie begleitet noch höher. So wie wenn Eltern mit Kindern umgehen, sie spielen mit den Kindern und vielleicht sprechen mit den Kindern Kindersprache, um ihnen was beizubringen. Seine Art von Barmherzigkeit und von Feinfühligkeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich lese mal jetzt das Hadith auf Arabisch. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا ليث بن سعد حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم؟ كنت جارة فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ich höre euch nicht sagen, sallallahu alaihi wasallam. فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Es ist wichtig für uns, sallallahu alaihi wasallam, Friedensgruß auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oft wie möglich zu sprechen. Und diese Sitzungen helfen uns, dass unsere Zunge sich gewöhnt, dieser Ausspruch, dieser Segenswunsch auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu wiederholen. Es ist sehr gut für uns, wenn wir einmal das aussprechen, verspricht uns Allah, der Erhabene, dass er uns 10-mal segnet. Und wenn Allah, subhanahu wa ta'ala, Gott, uns einmal segnet, ist das wertvoller für uns als die gesamte Dunya und das gesamte Weltliche, was man genießen könnte. Und das ist jetzt für uns eine Chance, dass wir so eine Sitzung haben, dass wir diese Gruß wiederholen, gemeinsam, beziehungsweise wir sind jetzt in einem Monat, an dem wir auch uns eifern sollen, diesen Segenswunsch oft auszusprechen. Kannst du bitte uns das zweite Hadith lesen? Ibn Isha. Bitte? Dieselbe Seite, der nächste Hadith. Wir lesen heute von demselben Kapitel. Ibn Ishaq ibn Musa berichtete uns, dass Yunus ibn Bukay ihm von Muhammad ibn Ishaq, von Ziyad ibn Abi Ziyad, von Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, von Amr ibn al-As, radiallahu anhu, berichtete, dass dieser sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, legte sich in seine Aufmerksamkeit und mit seinen Worten den schlechtesten Leuten zuzuwenden und sie so zu gewinnen. Und er wandte sich mir mit seiner Aufmerksamkeit und mit seinen Worten in einem solchen Maße zu, dass ich mir einbildete, ich sei der Beste unter den Leuten. Da fragte ich ihn einmal, O Gesandter Allah, bin ich besser als Abu Bakr? Da sagte er, bin ich besser oder Abu Bakr? Da sagte er, Abu Bakr. Darauf fragte ich, O Gesandter Allah, bin ich besser oder Omar? Da sagte er, Omar. Da fragte ich, O Gesandter Allah, bin ich besser oder Uthman? Da sagte er, Uthman. Als ich Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, so befragte, sagte er mir die Wahrheit. Und hinterher wäre es mir lieber gewesen, ich hätte ihn nicht gefragt. Ja. Zweiter Hadith von
Amr ibn al-As. Amr ibn al-As gehört zu den auch wichtigsten Gefährten vom Propheten, Friede sei mit ihm. Allerdings, er gehörte nicht zu den Ersten, die den Islam angenommen hat. Er hat ein bisschen etwas später den Islam angenommen. Und dieses Erlebnis war kurz nach seinem Islam, aber es war nicht sehr weit von seinem Islam. Okay? Und da erläutert er uns einen ganz wichtigen Aspekt von dem Charakter vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nämlich diese Art von Zuwendung und von Aufmerksamkeit schenken, alle Menschen. Es ist ein Charakter bei ihm, es gehört zu seinem natürlichen Charakter. Es ist kein Charakter, dass er das gelernt hat oder dass er damit, also ist bei ihm nicht natürlich, er macht das auf einer sozusagen künstlerische Art und Weise, sondern es ist ein Charakter, das in ihm verankert ist und das in ihm natürlich ist. Okay? Amr ibn al-As dachte, das ist etwas, was gelernt ist oder etwas, was diese Aufmerksamkeit, die er schenkt, ist ein Hinweis auf eine besondere Liebe zu einer bestimmten Person. So hat Amr verstanden. Allerdings, diese Aufmerksamkeit, die der Prophet, Friede sei mit ihm, den Menschen schenkt, ist ein natürliches Charakter, das verankert ist in seiner Natur, ist, so dass er mit jedem Menschen so umgeht. Er wandt jeden sein Gesicht zu, wenn er mit jemandem spricht, dann spricht er ihn an und schaut ihn an und schenkt ihm Aufmerksamkeit und wendet er sich ganz und voll zu ihm. So dass jeder glaubt, er liebt mich am meisten. Und so war der Fall von Amr ibn al-As. Er dachte, diese Zuwendung ist ein Hinweis zu seiner Liebe zu mir und ich bin der Beste unter allen anderen, die da jetzt bei ihm sitzen. Ich bin der Beste von all seinen Gefährten, unter all seinen Gefährten. Er hat mich am liebsten. Okay? Und allerdings, wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, hat er erfahren, dass es nicht so der Fall ist. Er hat ihn gefragt über Leute, die als Erste, als Muslime den Islam angenommen haben. Er hat ihn gefragt über Leute, die viel großen Guthaben, große Leistung in die Geschichte vom Islam vom Beginn bis zu diesem Zeitpunkt geleistet haben, nämlich Abu Bakr. Er ist der Liebste zum Propheten, in anderen Hadith und in anderen Überlieferungen wird der Prophet, Friede sei mit ihm, gefragt, wer ist der Liebling zu dir, wen liebst du am meisten, dann sagt er ausdrücklich Abu Bakr. Okay? Und Amr dachte, von dieser Zuwendung von Rasulullah, vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, zu ihm, und von dieser Aufmerksamkeit, die er ihm schenkt, dachte er, er ist der Liebling zu ihm und fragte ausdrücklich, o Gesandter Allahs, wer ist zu dir lieber? Bin ich lieber zu dir oder Abu Bakr? Und er dachte, er erwartete, dass die Antwort du. Allerdings, die Antwort kam Abu Bakr. Rasulullah ist sehr höflich, er schenkt jedem Aufmerksamkeit, aber er lügt nicht. Aber er ist ehrlich. Er hat niemandem gesagt, ich habe den besser als der andere. Wenn er am liebsten hat, hat er nicht geäußert. So jeder hat gedacht, ich bin der Liebling zu ihm. Aber wenn er ihn gefragt hat, liebst du mich mehr oder Abu Bakr, dann ist die Wahrheit rausgekommen. Abu Bakr. Sehr interessant, dass Abu Bakr ist für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Liebe. Er liebt ihn mehr. Aber er hat Amr nicht gezeigt, dass er ihn nicht so liebt, so wie Abu Bakr. Er hat ihnen alle gezeigt, sie sind alle gleich. Er liebt sie alle. Okay? Wenn er aber ihn gefragt hat, hat er ihm die Wahrheit gesagt. Und dann ist er weitergegangen in die Frage, liebst du ihn mehr
Oder wen hast du am liebsten? Ich oder Omar? Da kommt die zweite Antwort, wieder auch mit Ehrlichkeit und wieder auch die Wahrheit. Halt, sagen, Omar. Und dann, wie das weitergegangen ist, Osman, wieder ist da, hat er gesehen, dann nach Osman hat er gesehen, es ist besser, er stoppt da, weil die Liste wird wahrscheinlich da weitergehen und er kommt tatsächlich hinten, weil es gibt 10, die mit dem Paradies versprochen sind, die sind bestimmt in die erste Stelle. Und es sind viele andere, die in seiner Aussagen, Friede sei mit ihm, haben einen hohen Rang bei Allah, der Erhabene, bei Gott und beim Gesandten Allahs. Und die waren in Islam vor Amr ibn al-As. Da hat er noch nichts geleistet zu dieser Zeit. Wenn diese schon versprochen sind, dass sie einen hohen Rang beim Gesandten Allahs, bei Allah und bei seinem Gesandten haben. So, wenn er gesehen hat, er schaut schlecht aus, hat er gestoppt. Aber dann hat er gemerkt, in dem Moment hat er es bereut. Es wäre mir am liebsten, dass ich gar nicht gefragt hätte. Und so mindestens hätte ich die Hoffnung gehabt, ich bin der Lieblings zu ihm. Jetzt weiß ich, dass ich noch viel weiter bin. Nicht nur diese 3, die schon genannt sind, aber viele andere. Sehr interessant ist in diesem Hadith, dass Amr ibn al-As, die Erziehung vom Propheten, ist sehr bescheiden auch. Wenn ihr es gemerkt habt, hat er am Anfang von Hadith hat er gesagt, der Gesandte Allahs, Segen und Friede seien auf ihm, pflegte sich in seiner Aufmerksamkeit und mit seinen Worten den schlechtesten Leuten zuzuwenden. Er hält sich als der Schlechteste. Er meint sich, er hat gesehen, er gehört nicht zu den Besten. Okay, dann ist er, und es sind sicher viele andere, die vor ihm sind. Dann ist er gehört zu den Schlechtesten. Er ist nicht schlecht. Er ist ein großer Gelehrter im Islam. Er ist ein Fuqh-Gelehrter. Und er ist ein großartiger Gefährte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber er gehört nicht zu den Besten. Weil der Beste ist der am liebsten, den Rasulullah am liebsten hat. Und es gibt eine lange Liste, bis er kommt. Also er gehört nicht zu den Besten, er gehört zu den Schlechtesten, sozusagen. Er ist nicht in Anfang der Liste. Und trotzdem überliefert er das und er sagt das so mit Bescheidenheit. Also, dass er sich meint. In dem Hadith ist auch zu verstehen, dass Rasulullah sehr höflich ist und er ist ein Erzieher. Es kommt einer und glaubt, er ist der Beste. Und Rasulullah macht ihm, der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, macht ihm seine Grenzen klar. Komm am Boden. Schau nicht, such nicht, dass du der Beste bist. Okay? Sei bescheiden. Die Frage, wer ist besser, wenn hast du lieber ich oder Abu Bakr? Wer ist besser, ich oder Abu Bakr? Oder wer ist besser, ich oder der andere? Ist keine gute Frage. Zu suchen, besser zu sein als die anderen, als deine anderen Geschwister. Und so erzieht ihn Rasulullah, der Gesandte Allahs, mit seiner Ehrlichkeit. Er könnte ihm sagen, ich liebe dich. Du bist gut. Er könnte ihm, ohne dass er die Wahrheit von der Wahrheit ausweicht, aber könnte er eine Antwort ihm geben, ohne dass er so eine klare Antwort gibt, dass er ihm sagt, er ist besser als du. Aber es ist wichtig für ihn,
dass er erzogen wird, dass er so verfragt, dass er sich beschäftigt mit was Besseres, Nützliches, als zu schauen, ich bin zu wollen, ich bin besser als meine anderen Geschwister. Und in dem Charakter vom Propheten merken wir schon in verschiedene andere Überlieferungen, dass mehrere Personen stellen ihm die gleiche Frage und er gibt jedem das, was nützlich ist. Und in dem Moment, das ist nützlich, diese Ehrlichkeit und diese Klarheit vom Propheten ist nützlich für Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ist bekannt, dass er ein starker, hat einen großen, eine starke Persönlichkeit. Und er war angesehen, bevor er in Islam eingetreten ist. Und die Alten angesehen zu sein, der Wille angesehen zu sein oder das Anstreben angesehen zu sein oder wichtig zu sein, ist noch nicht so überwältigt bei ihm, ist so weit, er ist noch nicht so weit, dass er sich dieser Charaktereigenschaften loslassen hat und sich befreit hat von solchen Charaktereigenschaften. Und diese Situation hat ihm was beigebracht, komm zum Boden, es gibt viele, die besser als du sind. Noch eins, oder? Bitte. Ich lese den Text auf Arabisch, den Hadith auf Arabisch. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر فقال عمر فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان فقال عثمان فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. So, wir lesen jetzt mal den letzten Hadith für heute. Qutaiba ibn Sa'id berichtete uns, dass Ja'far ibn Sulaiman al-Tuba'i ihm von Thabit von Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, dass dieser sagte, ich diente dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang und er sagte mir nie ein böses Wort. Noch fragte er jemals, wenn ich etwas getan hatte, warum hast du das getan? Noch wenn ich etwas unterlassen hatte, warum hast du das nicht getan? Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam saß von allen Menschen im besten Charakter und ich habe niemals ein Stück Hass oder reine Seide berührt, das weicher gewesen wäre als die Hand des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe niemals Moschus oder sonst einen Duft gerochen, der wohlriechender war als der Schweiß des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Das dritte Hadith ist von Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Anas ibn Malik ist der Diener vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er ist Diener. Seine Mutter, wie er 10 Jahre alt war, ist der Prophet, Friede sei mit ihm, nach Medina ausgewandert. Dann hat seine Mutter ihn zum Propheten, Friede sei mit ihm, in dem Alter gebracht und hatte dem Propheten, Friede sei mit ihm, gebeten, dass sie ihm ihr Kind abgibt, dass er ihn erzieht. So, dass er Rasulullah, den Gesandten Allahs, dient und bei ihm aufwächst, dass er ihn für sie erzieht. Und so hat er die Ehre, 10 Jahre lang vom Propheten, Friede sei mit ihm, erzogen zu werden und bei ihm zu leben und ihm zu dienen. Und deswegen sagt er, ich war ein Diener vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er berichtet über diese Zeit, wie er 10 Jahre alt war, bis er 20 Jahre alt war. Ein Kind mit 10 Jahren, also bald pubertär,
kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er berichtet, 10 Jahre lang war ich beim Gesandten Allahs und er hat mir nie ein böses Wort gesagt. Auf Arabisch, er hat mir niemals Uff gesagt, nicht nur ein böses Wort. Uff sagt man vielleicht, sagen viele zu ihren eigenen Eltern. Was Allah, auch der Erhabene Gott, uns im Koran warnt davor, Uff zu den Eltern zu sagen. Und Anas bin Malik sagt hier, der Gesandte Allahs hat mir als Kind, der ihn gedient hat, als Diener bei ihm geblieben ist, 10 Jahre lang, hat mir niemals Uff gesagt. Hat er niemals vom Propheten, für das er mit ihm das Wort Uff gehört. Ein Kind ist normalerweise etwas schwach. Und ein Kind und Diener ist auch wieder schwach in die Gesellschaft. Und trotzdem hat er vom Propheten sowas, vom Gesandten Allahs, für das er mit ihm sowas niemals erlebt. Wenn ein Kind und ein Diener sowas niemals erlebt hat, dann ist es selbstverständlich, dass andere das auch niemals von ihm das, sowas gehört hatten. Ist für uns zum Nachdenken, dieser Uff, ist, ich glaube, es ist auf Arabisch, ist ausdrücklicher, dass er niemals Uff gesagt hat. Das ist etwas, was wir leicht sagen. Jeder sagt zu Kindern, wer sagt zu Kindern nicht das Wort Uff, wenn sie lästig sind oder wenn sie schreien oder wenn sie laut sind oder wenn sie stören. Es ist noch harmloser, wenn wir nur bei den Kindern so ein Wort sagen, wenn wir unsere Zunge erziehen, dass dieses Wort nicht mit unseren Eltern angewendet wird. Dann sind wir sehr, sehr weit gekommen mit unserem Charakter, das wir uns erziehen. Sehr gut wäre es, wenn wir das schaffen, unsere Zunge zu erziehen, dass mit den Eltern sowas nicht gesprochen wird. Genauso sagt er, er hat mir niemals zu etwas, was ich gesagt habe, zu etwas, was ich gemacht habe, warum hast du es getan? Wenn er etwas falsch gemacht hat, hätte er es nicht machen sollen, hat er ihm niemals gesagt, warum hast du das gemacht? Oder zu etwas, was er nicht gemacht hat, was er machen hätte sollen, warum hast du das nicht gemacht? Auf was weist uns Anas damit zu? Was will er uns sagen damit? Er will uns sagen, dass Rasulullah, der Gesandte Allahs, hat in jeder Handlung, auch sogar von einem Kind, zu Allah geschaut. Und hat gesehen, in seiner Handlung, ob falsch oder richtig, das ist der Wille Allahs. Wenn es nicht sein sollte, hätte Allah das nicht durchlassen. Aber weil Allah das durchlassen hat, dann hat das sein sollen. Er war so wachsam mit Allah, subhanahu wa ta'ala, mit Gott, dass er bei jeder Handlung von einem Geschöpf, hat er hinter dem Geschöpf zu Gott geschaut und hat den Willen Gottes gesehen und war zufrieden. Okay, es hat so sein sollen. Es wäre besser, wenn es nicht so, aber okay, wenn es so passiert ist, ist er damit zufrieden. Hat er das Kind nicht aufmerksam gemacht oder getadelt oder geschimpft deswegen? Da ist der Wille Allahs hat so gewollt, Allah hat so gewollt und das ist passiert, was Allah gewollt hat. Und das ist ein Hinweis auf den vollkommenen Glauben vom Propheten sallam und seine vollkommene Wachsamkeit mit Allah subhanahu wa ta'ala und seinem vollkommenen Tawhid für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sieht, alles was geschieht, ist der Wille Allahs. Alles, was geschieht in die Schöpfung Allahs, ist der Wille Allahs. Und damit ist er zufrieden. Natürlich ist es, bevor wir zur nächsten Beschreibung vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bleiben wir da kurz stehen.
und überlegen unser Umgang mit den Geschöpfen Allahs, mit den Kindern, Anas, so wie Anas, und mit den Erwachsenen, mit den Mitmenschen. Wie gehen wir um mit den Mitmenschen? Und wie, auf welche Art und Weise geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam um mit den Menschen? Wir sollen aber nicht glauben, dass Rasulullah s.a.w. schweigt, wenn Anas etwas haram macht. Etwas macht, was eigentlich eine Überschreitung für die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala, dass der Gesandte Allah schweigt. Okay? Das, was Anas hätte machen sollen, oder nicht hätte machen sollen, sind Dinge, die nichts mit Halal und Haram zu tun haben. Hätte er was Haram gemacht, dann hätte Rasulullah da ihn gestoppt und ihn gewarnt und ihn aufmerksam gemacht hat. Okay? Es ist ein Lob für Anas, dass er in all diese 10 Jahre keine Warnung für ihn kam, da er geachtet hat auf Halal und Haram auch und dass für ihn keine Überschreitung für ein Gebot Allah subhanahu wa ta'ala auch vorkam. Da ist nicht zu erwarten vom Gesandten Allah, Friede sei mit ihm, dass er schweigt über etwas Verbotenes, wenn die Grenzen Allahs überschritten sind. Allerdings, die Dinge, die er gemacht hat, die falsch oder hätte er machen sollen und nicht gemacht, sind weltliche Dinge, sind normale Dinge, die eben beides aushalten, das zu tun oder nicht das zu tun. Und er hat einer von den zwei gemacht, was er getan hat. Aber seine Handlungen, auf die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam niemals ihn aufmerksam gemacht hat, warum hast du es oder gefragt hat, warum hast du es gemacht oder warum hast du es nicht gemacht, haben überhaupt nichts zu tun mit Gebote Allah subhanahu wa ta'ala und mit Überschreiten für die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Hinweis auf das Achten vom Propheten auf seine Zunge, dass sie immer rein bleibt. Dass er niemals etwas nicht Schönes ausspricht. Dass er seine Zunge schont von alles, was nicht schön ist. Von allen Wörtern, allen Begriffen, allen Aussagen, die nicht schön sind. Die nicht edel sind. Hat darauf geachtet, auf die Reinheit seiner Zunge, was sie ausspricht und was er anwendet an Begriffe und an Wörter. Beziehungsweise ist ein großer Hinweis auf die Sanftheit von Rasulullah, vom Gesandten Allahs in seinem Handeln. Sanftheit, Barmherzigkeit und auf Vergeben, Verzeihen, breiten Brust zu haben und Mangel und Fehler von anderen zu tolerieren. Jetzt komme ich zum nächsten Teil, das was aber mit seinem Gestalt zu tun hat. Ich bin noch immer bei dem gleichen Hadith, gell? Aber das erste war eben, hat eben mit seinem Charakter zu tun, dass er so in seinem Umgang mit Anas so gegangen ist. Der zweite Teil eben beschreibt Anas dann seine Hand und die Weichheit seiner Hand, beziehungsweise seine Duft, die Duft seines Schweißes, indem er sagt, ich habe niemals ein Stück Chaz oder reine Seide berührt. Chaz ist ein Stoff, das ist Wollstoff. Es sind Stoffe, die ganz, ganz weich sind, sind bekannt, dass sie so Edelstoffe, die edelsten Stoffe, dass sie sehr weich sind, sehr wie kann man sagen, so wie Seidenstoff, und hat er auch gesprochen eben von Seide. Ich habe niemals ein Stück von Chaz oder von reiner Seide berührt.
das weicher gewesen wäre als die Hand des Gesandten Allahs, Segen und Frieden, Friede sein auf ihn. Einerseits, es ist eine göttliche Fürsorge für den Propheten, dass er eine weiche Haut hat. Allerdings lesen wir auch in anderen Aussagen vom Propheten und in anderen Überlieferungen, dass der Prophet, Friede sei mit ihm, auch sein Körper Aufmerksamkeit geschenkt hat und darauf geachtet hat, dass er sich mit Olivenöl einschmiert und auf seinen Körper achtet und sein Körper sein Recht auch gibt. Und ich habe niemals Moschus oder sonst Duft gerochen. Der Wohlriechende war, Moschusduft ist einer der edelsten Dufte, die in dem arabischen Halbinsel bekannt sind. Also die teuersten Dufte, also Parfums, und die edelsten Parfums, die es gibt, noch bis heute. Und er vergleicht das Geruch vom Schweiß vom Propheten, Friede sei mit ihm, mit Moschusduft. Und er sagt, das Moschusduft ist nicht wohlriechender als das Geruch vom Schweiß vom Propheten. In mehreren Überlieferungen lesen wir, dass der Gesandte Allah, Friede sei mit ihm, hat sich parfümiert und hat darauf geachtet, dass er Duft anwendet. Aber dieser Duft, der hier beschrieben ist, ist die Duft seiner natürliche Duft. Also es heißt, dass er sich parfümiert hat, noch zusätzlich zu seiner eigenen Duft, um noch wohlriechender für die Engel, die ihn begleiten, die ihn bei seinem Gebet anwesend sind und so weiter. Und auch für die Gläubigen, die ihn treffen und so. Aber wenn er keine Duft verwendet hat, hat er so gerochen. Seine natürliche Duft war wohlriechender als das Moschusduft, als das beste Parfum, was sie dort kennen und was sie dort anwenden, ist das natürliche Geruch vom Propheten, Friede sei mit ihm. Wenn er in einer Straße ging, heißt es in einer Überlieferung, wenn er in einer Straße ging, dann hat man gewusst, dass der Gesandte Allahs in diese Straße gegangen von dem Duft, was er in die Straße hinterlassen hat. Wenn er auf einem Kopf eines Kindes gestrichen hat, hat man gewusst, den ganzen Tag, da ist die Duft von seiner edlen Hand auf dem Kopf, auf dem Kopf des Kindes geblieben, so dass jeder gewusst hat, der Gesandte Allahs hat ihn auf dem Kopf gestrichen. Und dieser Duft, die eben lobenswert ist, von der die Rede jetzt ist, ist seine natürliche Duft, das ist die Duft von, also ohne Parfum. Sein Geruch ist so wohltuend. Sallallahu alaihi wasallam. Ich lese das letzte Hadith und damit sind wir heute inshallah fertig. حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. Damit kommen wir heute zum Schluss unserer Sitzung, erste Sitzung. Inshallah, wir sehen uns nächste Woche. Und ich habe gedacht, vielleicht kannst du für uns ein Lied singen. Qamarun, 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 Sidlan Nabi, Qamarun, Wajami. Wow.
وجميل سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله تفلفي البئر أضحت سلسبيلا تفلفي البئر أضحت سلسبيلا تفلفي البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مودا ما قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل